Ja, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zum Pokémon-Sammelkartenspiel online. Mein Name ist Pokémon Tutorial TV und ich werde euch heute durch diese Folge hier führen. Ja, heute geht ein ganz besonderer Dank an den lieben Ronny Ibe raus. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Denn der hat gesagt, ja, ich kann dir ein paar Booster-Packs abdrücken. Und prompt gucke ich mal so ein wenig in meine Sammlung rein, dass ich alles für euch eingelöst habe, dank der ganzen Codes, die er mir gesendet hat. Und ach du Scheiße, er hat mir 27 Mal Schicksalsschmiede gesendet. 27 fucking Mal. Dafür erstmal vielen Dank. Ja, das wird definitiv einige Folgen lang reichen. Und ich glaube, als Entschädigung, so sehe ich das mindestens, für den verkorksten Tag gestern, wo man sich nicht einloggen konnte, hat man zwei Dampfkessel Booster Packs bekommen. Ich denke, das wäre ein guter Zeitpunkt, diese zu öffnen und mal zu gucken, was da so drin ist. Wie gesagt, je länger es lädt, desto besser. Da sind dann wahrscheinlich neue Karten drin. Also, hau raus die Scheiße, mein lieber Freund hier. Komm, was Gutes. Oh ja, da blinkt schon neu. Da blinkt schon neu, da blinkt schon neu. Und es kommt Voltula mit Typ, oh, Typ Elektropflanze. Doppelter Fahnen. Dieser Angriff fügt zwei Pokémon deines Gegners 30 Schadenspunkte zu. Ja, das Verteidigungspokémon kann sich während des nächsten Zuges seines Gegners... Okay, der doppelte Fahnen ist ja schon fast besser als das Elektronetz. Okay, aber wir haben auch ein Blanas mit einem wirklich schwachen Rasier... Und nur 70 KP, okay. Zwotronin. Ja, mit einem ganz ordentlichen Angriff. Ja, aber die Entwicklungskarten... Die haben irgendwie nicht mehr so starke Attacken wie die Pokémon davor. Es hat sehr schnell geladen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich fast nur alte Karten bekommen. Oder? Nö, wir bekommen einfach mal einen Ampharos. Warum auch nicht? Schockierendes Licht. Einmal während des Zuges vor deinem Angriff kannst du drei Schadensmarken auf ein Pokémon die Exe deines Gegners legen. Nicht schlecht. Wirf eine Münze bei Kopf, fügt dieser Angriff 40 weitere Schadenspunkte zu. Bei Zahl ist das aktive Pokémon des Gegners paralysiert. Dieses Ampharos fange ich jetzt schon an zu mögen. Das ist auf jeden Fall playable. Also, das könnt ihr euch mal definitiv vormerken. Ja, Tarnpignon, Ninja-Junge. Tausche es gegen alle. Okay. Mische das erste Pokémon in dein Deck. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Der Ninja-Junge, der ist sehr hinterlistig. So, jetzt haben wir 3 Minuten damit verbracht, Booster-Packs, nee, 2 Minuten damit verbracht, Booster-Packs zu öffnen. Ich würde jetzt einmal sagen, wir spielen heute wieder eine Runde. Euch hat in der letzten Folge scheinbar mein Macho-Mai-Deck, was ich so gebaut habe, nicht so sehr gefallen. Deswegen mein Vorschlag, schickt mir mal Verbesserungsvorschläge zu. Am besten macht ihr das so, ihr geht auf Deck exportieren und schickt mir in den Kommentaren euer gewünschtes Kampfdeck zu oder euer Kampfdeck am besten zu. Dann kann ich mir ein Bild davon machen, was am besten hier so ist. Übrigens wurde ich auch gefragt, können wir dein Regentanz-Deck mal haben? Ja, das könnt ihr haben. Wie gesagt, zwar nicht die Karten, aber den Deckaufbau. Den werde ich nämlich heute in der Folge veröffentlichen. Unten in der Beschreibung steht er dann drin. Jo, was gibt's denn noch großartig zu sagen? Wie gesagt, ein Riesendank an die vielen Booster-Packs. Wenn ihr natürlich auch weitere Booster-Packs abdrücken könnt, wollt und so weiter und so fort, dann schreibt mir das natürlich gerne. Ich bin da für sowas immer offen. Ich muss aber auch ehrlich gesagt gestehen, ihr braucht mir jetzt nicht 27 Booster-Packs alle zu schicken. Das ist kein Problem, wenn ihr mir jetzt nur 4-5 schickt. Das ist auch doch eine große Hilfe. Da kann ich nämlich jede Folge ein paar Booster-Packs für euch öffnen. Das ist immer das Beste. So, ich habe Gyarados, Suicune. Ich habe eine relativ solide Hand, wenn ich das jetzt mal betrachten darf. Opening-technisch könnte ich sogar mit beiden Pokémon anfangen. Sowohl mit Gyarados EX als auch mit Suicune. Ich werde mich aber jetzt einmal für Gyarados entscheiden, einfach weil ich glaube, ich damit besser fahren werde. Er darf, oder sie darf eine Karte ziehen. Ja, ich glaube, mit Gyarados bin ich gar nicht mal so schlecht gefahren, Leute, weil das ist auf jeden Fall ein Problem, was wir auf der gegnerischen Seite haben.
Das Pummen wird sich nämlich im nächsten Turn weiterentwickeln und das ist definitiv, egal wie, ob es jetzt durch eine Handkarte ist oder durch die Attacke, werden wir dann letztendlich sehen. Das Pummen kann sich also nur entwickeln. So, wir haben einen Tauchball. Da werde ich einen ganz einfachen Turn machen. Ich suche Manaphy raus, wenn Manaphy im Deck ist. Ansonsten nehme ich Arktos. So, nehmen wir einmal Arktos. Dann nehmen wir einmal die Wasserenergie. Dann machen wir einmal stürmische See, bitte. Einmal Kopf. Ja, gut, das reicht. Wow, 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 wow. Was geht in dieser Folge ab? Ja, wir können direkt angreifen im nächsten Turn. Was ist los? Was geht hier ab? Wie Energien? YOLO! Digga, ist das dein fucking... Das musste ich jetzt einfach sagen. Aber ich bin nicht so einer, der das sagt, ne? Deswegen, eigentlich ist es für mich relativ ungewöhnlich. Aber ich glaube, der Gegner darf tatsächlich angreifen, so wie ich das sehe. Das war natürlich clever soweit von ihm gewesen. Aber das Pokémon hat 110 Kraftpunkte. Und schaut mal, was ich alles auf der Hand habe. Ich glaube, ich habe mit dieser Karte gerade das Match gewonnen, weil... weil ich ziehe jetzt nämlich den Gyarados Geistesbund. Spiele die doppelte Farblose. Ich ziehe zurück auf Gyarados. Ich lege Gyarados Geistesbund an, ich entwickle zu Mega Gyarados und greife mit gewaltiger Geysir an und drücke auf Ja und du bist tot. Meine Damen und Herren, das war ein perfekter Play. Besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Da hatte die Gegnerin keine Chance mehr gehabt. Oh, und bekommen gleich das Grad mit den 5 Münzen dazu. So, und ich denke, da kriegen wir wieder eins dazu. Nehmen 60 Preiskarten. Da gibt es auch wieder ein bisschen was dazu. So, mal gucken. Es gibt auch noch 25 Münzen dazu. Es gibt noch Karten dazu. Ich werde mit Preisen überschwemmt heute. Eine Preisflut erreicht mich. Evoli und Flamara. Sogar ein Plasmafahrer. Flamara, Flamara, mich zu verwechseln mit Eleketech, meine Fresse. Rache, dieser Angriff fügt jedes Pummel, dieses Pummel fügt sich selbst. Dieses Pummel fügt sich selbst 10 Schadenspunkte zu. Meine Fresse. Dieses Pummel fügt sich selbst bla 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 Schadenspunkte zu. So, wir können eigentlich nochmal hier loslegen, so wie ich das sehe. Mit wie hat der Typ geheißen? Chip Skyward? Ist das so eine Kombination aus der Internetseite und Skyward Sword? Nee, Chips Skyward mit Z. Aber trotzdem ist das eine Kombination aus Skyward Sword und Chip mit Z. So, der Gegner entscheidet sich 30 Minuten lang eine 50-50 Wahrscheinlichkeit abzuwägen. Das kann natürlich ein wenig dauern. Ein wenig. Hätte ich besser meine Klappe gehalten, oder? Es dauert nämlich wirklich lange. Du hast den Münzwurf verloren. Als hätte er gewusst oder als hätte er es gechippt, dass es so ist. Mal gucken, was ich so ziehe. Ich habe Manaphy gezogen. Ich habe Manaphy gezogen. So. Ich werde auf jeden Fall Suicune holen, weil ich weiß nämlich nicht, welches Deck er hat. Beziehungsweise ich sehe ja sowieso, welche Karte er beginnen wird jetzt hier. So. Es ist ein Mew. Das heißt... ja, das heißt, es ist auf jeden Fall ein Nachtwanderungsdeck. Okay, dann nehmen wir auf jeden Fall Kyurem auf die Hand. So. Kyurem. Wasserenergien. So, ich werde auf jeden Fall den Leistein... werde ich den schon anlegen? Es ist immer ein Risiko, bei so einem Deck End zu spielen. Ich werde es auch definitiv nicht tun. Weil das zu leichtsinnig ist. Ich werde erstmal den Zug beenden. Ganz normal und silenziumhaft.
Zufallsempfänger. Boah, gut. Das ist dann dementsprechend natürlich der liebe Professor Platan. Da lag leider keine Karte drin, um größere Erfreuung zu dienen. Da ist der Levelball. Da wird er wahrscheinlich jetzt natürlich irgendein Pokémon nehmen, was ihm wirklich viel bringt. Dann holt er den Professor Platan gleich raus, damit er den auch wieder auf einen Ablagestapel legen kann. So, natürlich, wir wissen Bescheid. So, das waren zwei Lacterno mit... Lass mich nicht lügen. Mit Nachtwanderung 2040. Ja, wir sind gespannt. Hat es eine Elektroschwäche? Nein. Also bis jetzt ist hier noch keine größere Gefahr da. So, also momentan zieht der Angriff... Ich will nicht lügen. Momentan zieht der Angriff 60 ab, wenn ich mich recht entsinne. Aber das kann sich schnell ändern. Das geht bei diesem Deck verdammt schnell. So, er nimmt sich Karte auf die Hand. Das ist natürlich günstig, weil so sieht er natürlich, was unter den Preiskarten sich verbirgt. Nachtwanderung-Decks sind wirklich beliebt. Dass er nochmal WhatsApp jetzt auf die Bank legt, ist wirklich ungewöhnlich. Er tauscht hier aus. Das bedeutet letztendlich, er hat keine Energiekarte, um hier anzugreifen. Ich werde Mineralpumpe einsetzen. So, den Preis nehme ich mir gerne entgegen. Das ist Gyarados EX. Er hat übrigens auch keine Energiekarte angelegt. Das sei auch mal gesagt, ne? Weil ansonsten hätte ich hier natürlich den Team Flair-Rüpel gespielt. So, jetzt zieht es natürlich 60 ab. Wir wissen Bescheid, es zieht 60 ab. 80, 100, 120. So, das heißt, er kann jetzt, wenn er sich geschickt anstellt, mit Nachtwanderung angreifen. Wenn er jetzt eine Energiekarte auf der Hand hat, hat er definitiv einen Vorteil. So, der Leistein ist gerade flöten gegangen. Er legt an... Okay, er will ja mit dem Poma angreifen, ist okay. So. Zieht auf jeden Fall jede Menge neue Karten. So, das reicht. Das sind 120 Schadenspunkte. So, das ist natürlich jetzt für ihn eine etwas günstigere Position als für mich. Im Moment. So, er hat viele Handkarten auf der Hand. Und ich habe 5 Preiskarten. Er nur 4. So, wir werden einmal hier das tun. Dann werden wir das tun. Dann werden wir einmal endspielen, um dich zu ärgern. So, das ist auf jeden Fall ein Gewund, was ich hier gezogen habe. So, dann machen wir das. Ja, das Problem ist, ich kann nicht wirklich was mit meinen Handkarten anfangen. Ich hab einfach Scheiße gezogen, muss ich gestehen. Ja, ich habe Scheiße gezogen. Das lässt es grob zusammenfassen, was meine Handkarten so sind. Ich könnte eigentlich fast schon wieder entziehen, ne? Trainerpost. Also, der spielt es hier wirklich sehr clever im Moment. Der wird sich wahrscheinlich wieder den Platan auf die Hand nehmen. Also, wie gesagt, lange werde ich dieses Tempo eh nicht überleben. So, jetzt kann er 2 Handkarten ablegen. Da war jetzt auch noch ein Nachtwanderungsbomben dabei. Das hat man gesehen. Es sind also 140 Schaden. Da kommt noch Mew auf die Hand. Jetzt wird er den Kampfverhandler spielen. Jetzt wird er den Kampfverhandler spielen. Du spielst immer noch den Kampfverhandler. Nimmst dir Professor Platan auf die Hand. Na gut, dann nicht. So, jetzt bräuchte ich natürlich eine Energiekarte. Meine Damen und Herren, werden wir eine Energiekarte ziehen? Werden wir sie ziehen? Vielleicht. So, ich werde jetzt einfach mal 5 Handkarten ziehen. Und das war von etwas Glück bestückt hier. So, ich werde mich ein bisschen heilen. So viel Schaden brauche ich nämlich gar nicht zufügen. So. So, lege ich mal die 2 Karten ab und nehme Mega Gyarados auf die Hand.
So, dann machen wir Wutanfall. So, eine Preiskarte dürfen wir uns nehmen. Es ist Hyperball. Das war wieder, denk mal, ungünstig gewesen. Wie gesagt, er hat immer noch den Kampfverhandler auf der Hand. Deswegen, er wird jetzt hier an der Stelle natürlich 7 Karten ziehen dürfen. Was zieht er denn so? Oh, er zieht Professor Platan. So, wird er jetzt natürlich Professor Platan spielen. Also, es ist relativ unnütz, dass er den Kampfverhandler jetzt auf die Hand genommen hat, weil er hat Professor Platan auch so bekommen. Das heißt, ich habe gleich ein weiteres Problem. Ne? Ne? Brauch nur eine doppelte Farblose. Und da beginnt der Spaß wieder von vorn. Tausche bitte doch aus. Ja, Nachtwanderungsdecks sind nervig. Sind störend. Kann sie nicht gebrauchen. Tausche doch einfach aus. Menschenskinder, ist das so schwer. Hat wieder eine doppelte Farblose gezogen. Es ist unglaublich. Aber wahr. So, das heißt, ich muss jetzt Suicune in den Kampf rufen, denn ansonsten habe ich das Duell sofort verloren im nächsten Zug. So, jetzt wird's spannend. Er hat nur 2 Preiskarten. Mal gucken, was ich so ziehe. N wäre ganz günstig. Ich ziehe eine Wasserenergie. Ja. Dann beenden wir mal den Zug. Ein Flordis und ich bin sofort K.O. Ja. So, auf jeden Fall werde ich dieses Duell scheinbar nicht mehr gewinnen können. 160 macht die Nachtwanderung ganz normal. Wenn ich es auf die Bank lege, macht es 180. Oh, gut, dass ich N gezogen habe. So, dann werden wir N jetzt einmal spielen. Ich habe ja sowieso keine andere Möglichkeit. So. Leider bringen mir die ganzen wunderbaren Turns nichts, denn, meine Damen und Herren, wie Sie vielleicht gemerkt haben, ich habe eine Elektroschwäche und das Bormon ist vom Typ Elektro. Tja, da kannst du leider nichts machen. Oh, aber das hat gereicht. Und dafür gibt es einen Booster und ein Level-Up, so wie ich das sehe. Bäm. Level up! Oh mein Gott, ich habe eine Wassermünze bekommen! Bin ich nicht toll? So, wir können schmaler Strom. Bringen wir 5 Evolutionskarten ins Spiel. Bringen wir 5 Evolutionskarten ins Spiel. Ich glaube, das ist eher bei meinem Feuerdeck so. So, apropos Feuerdeck. Haben wir noch Zeit für ein paar Feuer-Pokémon? Ich glaube, ich gucke mal auf die Uhren. Nein, es wird ein wenig knapp. Wir machen heute eine wenig kürzere Folge. Aber wir machen dafür ein paar Booster-Packs nochmal auf. Ich muss dafür aber auf die Sammlung und nicht auf den Deckmanager. So, wir haben ja das Booster hier bekommen. Das machen wir auch sofort auf. Und gucken mal, was darin sich so verbirgt. Ob die Belohnung es wirklich wert war. Blick. Oh, 2 verdeckte Karten. Flogis. Naja, schon ganz in Ordnung. Und Tarantora. Ja. Oh. Schön, aber Schockmegafon ist auf jeden Fall gut. Das ist auch sehr playable, muss man dazu sagen. Also wenn ihr mal so ein Schockmegafon haben solltet, mal in eurem Besitz haben, solltet auf jeden Fall eins definitiv nicht weggeben. Es gibt viele Turnierdecks, in denen eins sogar benutzt wird. Weil es gibt wirklich viele Turnierdecks, die, ihr müsst euch vorstellen, Leichtstein verwenden als Item. Und da ist das Gold wert, wenn man alles vom Gegner entfernen kann. Und das ist auch nur eine Itemkarte. Deswegen Schockmegafon eine doch sehr solide Karte. Meine Fresse, jetzt kommen die guten Karten. Wow. Bronzong Turbo und... Ja, dieses Booster war ganz schön gut. Zetra King EX und Bronzong Turbo in einem einzigen Booster. Krass.
Und ich glaube, dieses Bronze-Song war sogar sehr, sehr playable gewesen. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich gegen das irgendwann mal sehr Probleme gehabt. Zetra King war, glaube ich, nicht so gut. Zetra King war nicht so gut, aber Bronze-Song sollte ich mir auf jeden Fall vormerken. Ich glaube, wenn es so gut läuft, sollte ich noch einen Booster aufmachen, oder? Hier, komm. Oh, und? Ein Zilgade. Komm, letzter Versuch. Alle guten Dinge sind drei, sagt man immer so schön. Also bitte. Okay, und? Und? Ein Kabutops. Okay, gut, ich lasse es gut sein. Fossil-Ausgrabungsset. Nimm eine beliebige Kombination aus zwei der folgenden Karten von deinem Ablagestapel auf deine Hand. Amanitas Helix-Fossil, Dabotus-Dosophil, Albertstein, Aerodactyl. Also man kann hier auch sehr gut Fossilien-Decks bauen, so wie ich das sehe. Mit der lieben Schicksalsschmiede. Da könnte man sich mal eventuell ransetzen, meine lieben Freunde des Bomben-Universums. In dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, liken und hypen nicht vergessen. Ich bin jetzt aber erstmal weg und sage bis dann, servus und ciao.